in der Nähe zu haben, ist nicht nur in der Corona-Krise wichtig. Im Saarland sah das in letzter Zeit aber nicht so gut aus. Die Klinik in Wadern ist dicht, Ottweiler soll schließen, die Nordsaarland-Klinik ist vorerst vom Tisch. Und dann hieß es auch noch, dass das Krankenhaus in Lebach geschlossen werden soll. Anfang Mai aber die Kehrtwende und inzwischen hat der Träger CTT ein Konzept eingereicht, wie die Klinik erhalten werden soll. Um das ging es heute auch im Gesundheitsausschuss. Nelly Theobald berichtet. Die Kindergruppe Kettenfabrik. Das ist eine Kita am Saarbrücker Rotenbühl, die es schon seit den 70ern gibt. Die Plätze dort sind heiß begehrt. 33 stationär behandelt, 7 davon intensivmedizinisch. Das ist überschaubar und trotzdem rechnen Experten damit, dass die zweite Welle früher oder später kommt. Wann genau, das weiß keiner, aber Forscher an der Uni des Saarlandes versuchen, das rauszufinden. Sie haben ein Programm geschrieben, mit dem man vorhersagen soll, wie es weitergeht mit der Pandemie. Dietmar Schelin erklärt, wie das funktioniert. Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei und das merkt man auch an den Schulen. Diese Woche ist der Regelbetrieb ja wieder losgegangen. Aber schon am zweiten Tag musste eine Klasse aus Völklingen in Quarantäne. Und heute sind es noch mehr geworden. Diana Köhner-Mert berichtet. Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Im Völklinger Ortsteil Lauterbach gibt es schon seit Jahren Streit. Und dabei geht es um einen Bachlauf. Jetzt gerade ist der Lauterbach wegen der wochenlangen Hitze so gut wie ausgetrocknet. Und es sieht so aus, als könnte da überhaupt nichts passieren. Aber sobald es stark geregnet hat, geht das Wasser hoch. Und die Grundstücke der Anwohner sind mehr oder weniger komplett überschwemmt. Die Saarschleife ist sowas wie das Wahrzeichen des Saarlandes. Ja, nach und nach entscheiden sich also immer mehr europäische Länder dafür, die eigenen Grenzen weitgehend zu schließen. Fachleute sagen, dass das eben jetzt wichtig ist, um was zu machen gegen die Coronavirus-Pandemie. Aber das alles soll kein Zeichen der Entfremdung sein. Das hat die Landesregierung gestern schon betont und heute dann auch mit einer speziellen Beflaggung deutlich gemacht. Martin Brinkmann berichtet. Ja, und wie lange die Grenzen weitgehend geschlossen bleiben, das wissen wir noch nicht. Das alles dient ja dazu, dass sich das Coronavirus nicht so schnell ausbreiten kann, damit nicht zu viele Patienten zur gleichen Zeit in den Krankenhäusern aufschlagen. Und wie die sich gerade vorbereiten, das hat sich Nelly Theobald angeschaut. Und auch viele andere Berufsgruppen machen sich gerade Gedanken, wie es weitergeht. Da gibt es ja auch die, die ganz engen Kontakt zu ihren Kunden haben, Physiotherapeuten zum Beispiel. Studio oder den Spielplatz besuchen wollte, der stand vor Verbotsschildern oder verschlossenen Türen. Seit heute sind all diese Einrichtungen geschlossen, als Maßnahme, damit sich das Coronavirus nicht so schnell ausbreiten kann. Ob das alles wirklich verhältnismäßig ist, darüber sprechen wir gleich. Und davor hat sich Barbara Spitzer heute in Saarlouis und Saarbrücken umgesehen. Trockener Husten, Fieber, Abgeschlagenheit, das alles können Symptome dafür sein, dass man sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Viele, die so etwas haben, die machen sich jetzt natürlich Sorgen. Gestern gab es da einen richtigen Ansturm auf die Corona-Teststationen im Saarland. Und deshalb hat die Kassenärztliche Vereinigung die umstrukturiert. Jetzt gibt es 2 neue Testzentren und auch dort sollen nach wie vor nur Patienten getestet werden, die eine Überweisung ihres Hausarztes haben. Pasquale D'Angelillo berichtet. Ja, was tun gegen das Coronavirus? Wie können Infektionsketten nachvollzogen und die Bürger informiert werden? Diese Fragen, die beschäftigen gerade Krisenstäbe überall im Saarland. Aber wie arbeitet so ein Krisenstab eigentlich? Georg Gitzinger, der hatte heute die Gelegenheit, im Landkreis Merzig-Wadern dabei zuzuschauen. Und da ging es besonders darum, die Arbeit des Gesundheitsamtes zu unterstützen. Und dann kommen wir noch zu was, das ausnahmsweise nichts mit Corona zu tun hat. Den Landespreis für Hochschullehre, den gibt es seit 17 Jahren. Er ist mit 50.000 Euro dotiert und soll herausragende Leistungen im Bereich der Lehre würdigen. In diesem Jahr gehen 2 Preise an die HTW für das internationale Hochschulprojekt Accept und ein Selbstmanagementprojekt für lebenslanges Lernen. Und einen weiteren Preis bekommt die Uni gemeinsam mit dem CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit für den Masterstudiengang Firmengründung und Computersicherheit. Und was den so besonders macht, das erklärt Herbert Mangold.